Elisabeth von Thüringen. Inspirationen aus dem Leben einer ungewöhnlichen Frau von Steffi Baltes. Ein Hörbuch nach dem gleichnamigen Buch aus dem Verlag der Franke Buchhandlung. Gelesen von Steffi Baltes. Elisabeth, das verlorene Kind. Elisabeths Leben fängt gut an. Elisabeth wird im Jahr 1207 in Pressburg in Ungarn geboren. Ihr Vater ist der ungarische König Andreas II. Ihre Mutter Gertrud kommt aus dem deutschen Fürstengeschlecht Andechs-Meran. Äußerlich gesehen ist das Kind bestens versorgt. Elisabeth wird jedoch schon, wie es damals aus politischen Gründen üblich war, im Alter von einem Jahr dem Sohn des thüringischen Landgrafen zur Heirat versprochen. Noch 3 Jahre bleibt sie zu Hause auf der Burg Saros-Patak in Nordungarn. Dann wird sie im Jahr 1211 als 4-Jährige mit großem Gefolge und vielen Geschenken nach Thüringen gebracht. In ihrer Begleitung sind thüringische und ungarische Ritter, aber auch ihre beste kleine Freundin Guda. In ihrem neuen Zuhause, der Wartburg bei Eisenach, soll sie wenigstens ein vertrautes Gesicht aus der Heimat um sich haben. Im Gepäck der kleinen Elisabeth befinden sich außer einer reichen Aussteuer noch einige persönliche Sachen, wie ihr silberner Badekübel und ihre Wiege. Erinnerungen an das verlorene Zuhause und eine fröhlichere Zeit. Trotz aller Vorsorge, was das für ein 4-jähriges Kind bedeutet, Vater und Mutter und das Zuhause verlassen zu müssen und von fremden Menschen an einen unbekannten Ort gebracht zu werden, das kann man nur erahnen. Zum Glück hat Elisabeth mit ihren 4 Jahren bestimmt noch nicht verstanden, dass sie ihr Zuhause niemals wiedersehen wird.